überrascht oder sprachlos, wie viele verschiedene Autohersteller es gibt, die wir gar nicht kennen. Ja? Also das ist wirklich unglaublich. Und die sehen echt gut aus und in Verarbeitung auch. Also auf jeden Fall von der Verarbeitung sind die auch wirklich nicht schlecht. Die können sich sehen lassen. Ja, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, dass wir von diesen Marken überflutet werden und Deutschland, der Automobilhersteller, verschwindet. Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Also wenn unsere Automobilhersteller, Mercedes und Co. nicht nachlegt so ein bisschen, sieht schwarz aus, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte jetzt niemandem hier schlecht machen oder sonstiges. Aber die Autos sind sehr, vielen Dank, Dankeschön, die Autos sind sehr, sehr modern hier aufgebaut. Wirklich. Sehr futuristisch, Hightech total, wirklich. Und wenn die Reichweiten stimmen, ja, dass die Autos bei 510 kW auf 500 Kilometer Reichweite haben, wenn das wirklich so stimmt, dann glaube ich, ist Elektrik die Zukunft. Wie die Messestände, so die Mädels und die neuen Fahrzeuge hier. Wirklich sehr schön. Schöne Farben oder schöne Farbkombi. Schaut mal hier die Scheinwerfer. Ja, wenn ihr jetzt hier. Alles in Full LED. Was sind das für Felgen? Also, wow. Also richtig schöner Stand, wirklich sehr schön. Die Marke ist mir unbekannt. Aber das ist beeindruckend, was hier passiert. Der ganze Stand wechselt die Farben. Riesen Monitore hier. Schaut euch mal den Stand hier an. Also das ist die Idee. Das sieht aus. Darunter ist so ein Kunstrasen. Und ich glaube Plexi. Mensch, Glas. Auf Glas. Also guck mal, die ganze Stadt gesamtfiltert. Das sieht richtig cool aus. Richtig cool aus, ehrlich. Also die Stände hier, diese alle, sind einfach beeindruckend. Das ist der Stand hier von Chevrolet. Also die Modelle, die hier präsentiert werden, ist alles XL Langversion. Also die Chinesen sind sehr anspruchsvoll. Also hier zum Beispiel Malibu XL. Warum XL? Weil das eine Langversion ist. Hier sind wirklich so ein Fahrsimulator mit dem Monitor. Und hier quasi fahren die Autos. Also eine richtig krasse Karrierebahn. Hier unser Freund Brian ist auch hier vertreten mit seinen Felgen. Dort die Form. Also was das für ein Modell ist, kann ich nicht definieren, aber sieht heftig aus. Also wirklich. Außer den Flügeltüren finde ich das Auto absolut heftig. Ich mag keine Flügeltüren. Hier nochmal die schönen Rotiformfelgen. Mamma mia, was für ein Diffuso. Aber das Ding ist heftig. Oder Dominik? Respekt. Ach, ein Monster 330T. Ja, sowas will ich auch haben. Alles mit Touch. Schaut bei den Türen sogar. Gibt es so kleine Handys. Also allein die Sitze, die Verarbeitung, also ehrlich, heftig. Ich habe von der Marke noch nie gehört, aber hier in Asien, ich glaube, die Automobilhersteller wachsen wie Pilze im Wald. Also der ist echt böse. Guck mal, die Scheinwerfer, sehr schön. Marke unbekannt. Oh mein Gott, was ist das für ein Raumschiff? Heftig.
soll die Zukunft hingehen, wenn die Autos so aussehen? Allein die Tür, wie die aufgeht, ne? Das ist ja unglaublich. Riesige Tür. Also wenn so die Zukunft aussieht, ich glaube, ich freue mich wirklich. Ich könnte mich dran gewöhnen. Hier bin ich gespannt, was bei Carglass so eine Scheibe kostet. Schaut euch die Spiegel an. Das sind Kameras, die in Kotflügel integriert sind. Also heftig, wirklich heftig. So, auf meiner Reise in China habe ich was richtig Cooles gefunden, und zwar so ein Autohaus von der Firma Qiantu, heißt die, glaube ich. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Das Modell heißt K50, ja. Das ist ein voll elektrisches Auto, ja. Kostenpunkt ungefähr 100.000 Euro, ja, brutto. Soll 500 Kilometer Reichweite haben und ich glaube 4,5 Sekunden, wie ich richtig verstanden habe, auf 100. Leider sind es ein bisschen wenig. Aber das Auto optisch lässt sich echt sehen. Also ich finde das Auto richtig cool verarbeitet. Viel Carbon, Leder, Alcantara. Und zu dem Preis finde ich das richtig, richtig angenehm. Also schönes Autohaus, wirklich. Bin gespannt. Okay. Ich finde das so ein Mix zwischen BMW i8 und Audi Era. Also optisch. Schön mit dem riesen iPad. Aber es fühlt sich echt gut an. Guck mal, wie dick das Lenkrad ist. Ich hätte den gerne gefahren, aber das ist leider nicht möglich zurzeit, weil man braucht einen Termin und so weiter. Da kann man eine Runde damit fahren. Und wir reisen heute ab. Weiter.